insofern würde ich vorschlagen, wir starten mal. Das Thema heißt Strukturwandel. Und wir möchten uns ja heute mit dem Thema Strukturwandel am Niederrhein beschäftigen und da speziell ein Thema aufrufen, das uns beschäftigt. Ich hoffe, man kann das jetzt hier sehen, die Präsentation. Strukturwandel am Niederrhein ist das Thema, das uns beschäftigt. Und welchen Beitrag kann Kataler leisten? Zur Einleitung haben wir hier ein paar Folien vorbereitet. Zunächst mal ein paar Stichworte. Was machen wir als Kataler eigentlich? Wie geht das hier gerade nicht weiter? Ich weiß auch immer. Also, was kennzeichnet letztendlich auch unser Haus? Wir versuchen nicht wie ein Bauträger eine Projektentwicklung zu betreiben, sondern wir vertreten die Anleger. Das heißt, wir machen Projektentwicklungen aus der langfristigen Bestandshaltersicht. So ein Investment muss sich eben über Jahre und Jahrzehnte darstellen. Deswegen, das ist unsere Aufgabe. Was macht Kataler? Wir sind ein globaler Player, wie das so schön heißt, weil wir sind an der Nasdaq gelistet, aber dankenswerterweise liegt die Stimmrechtsmehrheit bei einem Family Office. Deswegen sind wir eher unternehmerisch aufgestellt, mit vielen Projekten europaweit vertreten, mit 14 Milliarden unterwegs. Insofern kann man sagen, da ist einiges schon passiert. Deshalb beschäftigen wir uns mit dem Thema Niederrhein, Mönchengladbach, mit einer Quartiersentwicklung. Quartiersentwicklungen haben einen Mehrwert. Das ist eben nicht eine ganz normale Wohnanlage, sondern da schafft man einen Zusatznutzen sozusagen. Da ist man in der Champions League, da wo ja Mönchengladbach auch sportlich hingehört. Was macht Quartiersentwicklung aus? Wir haben eine deutlich höhere Sicherheit und Flexibilität, weil wir auch verschiedene Nutzungen uns abstützen können und damit auch eine Entwicklung wie in Niederrhein oder in Mönchengladbach positiv beeinflussen können. Ein solches Quartier hat einen großen immobilienwirtschaftlichen Vorteil. Die drei Kennziffern für Immobilienwerte sind Lage, Lage, Lage. Und die schafft man sich mit einem solchen Quartier selbst. Man kann es als Beispiel in Hamburg im Überseequartier sehen, was das bedeutet, dass man aus einer früheren, nicht großartig bekannten Lage dann ein neues Quartier machen kann. Wie kann man mit Quartieren Zukunft gestalten? Ich glaube, da wird der Jungbauer gleich tiefer einsteigen. Gerade hier haben wir in Sachen Strukturwandel ganz große Fortschritte gemacht, bis hin zur Förderung seitens des Bundes. Ein Thema, das wir gleich vertiefen werden. Die Seestadt MG Plus sozusagen als Beispiel, wie der Strukturwandel am Niederrhein jetzt auch manifestiert wird, macht sich natürlich an der Lage fest, die hier durchaus als genial bezeichnet werden kann, weil wir sind mitten in der Stadt, mitten in der Region und haben eine Makrolage, die hervorragend ist, aber auch eine Mikrolage, die große Vorteile beinhaltet. Und wir sind dort, was man neudeutsch den Nachfrage-Hotspot nennt. Also da, wo die Menschen so dicht gedrängt, sieht man die im Moment nicht, aber wo die Menschen hinwollen. Insofern haben wir hier mit Mönchengladbach, mit der Seestadt MG Plus einen Nachfrageschwerpunkt. Und natürlich schafft ein solches Quartier auch Zusatznutzen, die man mit der Größe einer solchen Quartiersentwicklung erreichen kann. So ist es zum Beispiel gelungen, hier die zweite Miete zu begrenzen, was für die späteren Nutzer eben ganz entscheidend ist. Die Mobilitätskosten können wir senken, auch das entlastet die Haushalte. Und mit den weiteren Serviceleistungen hat man in einem solchen Quartier eben mehr von seinem Lebensraum, der eben für alle sein soll, für die Singles, für die Paare, für die Älteren, für die gehandicapten Menschen, für den großen wie auch kleineren Geldbeutel. Insofern ist das entscheidend, dass man mit einem solchen Quartier dann eben diese Entwicklung auch lostritt. Der Pioniergeist, der soll belohnt werden. Das heißt, wir sind jetzt mit dem ersten Bauabschnitt sozusagen in den Startschuhen. Das ist eine gute Gelegenheit, heute sich doch schon als Anleger auch zu positionieren, um die weitere Wertentwicklung, die sich Stadt natürlich nehmen wird, dann auch für sich nutzen zu können. Ganz wichtig ist die innovative Bauweise, die wir schon mit dem ersten Bauabschnitt hier realisieren wollen. Wir haben da gerade gestern mit einem der größten Bauunternehmen der Republik zusammengesessen. Und wir werden hier eine Bauweise haben, die hohe Qualitäten liefert und den hohen Vorfertigungsgrad. Wir kennen das sonst noch bei Erstbezug, da muss die Wohnung erstmal trocken gewohnt werden. Das wird es hier nicht geben, weil mit sehr hohen Qualitäten das Produkt bereits erstellt wird. Und Nachhaltigkeit als Erfolgsmerkmal eines Strukturwandels, das ist etwas, was nicht nur mit Ökologie zu tun hat, sondern auch mit sozialer Nachhaltigkeit, mit wirtschaftlicher Nachhaltigkeit. Aber gerade hier wird die Seestadt MG Plus natürlich punkten mit einer CO2-freien Wärmegewinnung, also ein echter Einstieg in die Klimaneutralität. Das ist erstmal so der Bogen, was heißt Strukturwandel am Niederrhein, wie kann man das mit der Seestadt MG Plus letztendlich verbinden? Und damit will ich das Wort gerne weiterreichen an den Stadtdirektor Dr. Gregor Bonin, denn wir sind ja mit der Seestadt MG Plus nur ein Teil dieser Gladbacher Welle, die den Strukturwandel sozusagen in die Stadt geschwappt hat.
Gregor, kannst du das Mikrofon anschalten? Jetzt bin ich auch zu hören. Ja, wunderbar, perfekt. Die Darstellung hier, die Gladbacher Welle, ist natürlich nur ein Teil dessen, was wir im gesamten kommunalen Gebiet bewirken wollen. Wesentlich ist, dass wir eine Stadtentwicklungsstrategie haben, die nicht nur die Planung und Wirtschaftsförderung umfasst, sondern alle städtischen Dezernate, alle städtischen Töchter, die Stadtgesellschaft, wie auch Politik, heißt nichts anderes. Also wir sind weg von Zeiten, wo wir bunte Pläne malen, sondern wir haben ganz konkrete, umsetzungsorientierte Projekte, die sich insbesondere auf den Lebensraum, also die Qualität im öffentlichen Raum, kümmern, um Umweltaspekte, um wirtschaftliche Fragen im Moment wichtiger denn je und um weiche Standortfaktoren. Die Seestadt ist ein wesentlicher Bestandteil, hier exemplarisch mal rausgezogen von dem Gladbacher Innenstadtbereich. Das geht ja dann weiter Richtung Süden über das Hochschulquartier in Richtung Reit. Hochschulquartier, ein wesentlicher Punkt auch für den Strukturwandel. Haben wir an verschiedenen Fördertöpfen angedockt, um hier einen Wissenscampus erstellen und den Reit weitere Wohngebiete, aber auch den Neubau eines Rathauses vorgesehen. Wichtig ist an diesem Plan, ohne auf die einzelnen Projekte einzugehen, dass die Summe dieser Aktivitäten zu einem kompletten Innenstadtumbau führt, nach dem Motto, was ist eigentlich die Stadt von morgen? Corona hat uns das auch mal gezeigt, dieses Thema Einzelhandel wird nicht mehr die Stärke haben und hat es auch in der vergangenen Zeit schon nicht mehr gehabt. Wir werden viel mehr uns damit beschäftigen müssen, was muss eine Innenstadt bieten. Wir haben sehr stark gesetzt auf den Wohnaspekt. Die Seestadt, wie hier zu sehen, ist ein wesentlicher Bestandteil neben anderen Dingen. Wir begleiten das Ganze mit einem integrierten Handlungs- und Entwicklungskonzept, wo wir Landes-, Bundes- und EFRE-Mittel generiert haben, die den Stadtumbau dort nochmal deutlich befördern. Es geht uns darum, den Begriff Fußgängerzone, die es bald so nicht mehr geben wird, aus meiner Sicht, vielmehr eine Innenstadtnutzung zu finden, die sich dreht um Funktionen wie Wohnen, Arbeiten, Kultur, Freizeit, Treffpunkte, also all die Dinge, die einen lebenswerten Raum ausmachen. Die nächste Folie zeigt dann eigentlich sehr schön, was diese Gesamtstrategie beinhaltet. Die Gesamtstrategie fußt auf einem Masterplan MG 3.0, auf dem Masterplan MG 3.0, der aus einem bürgerschaftlichen Engagement entstanden ist vor einigen Jahren. Das Wesentliche war neben der städtebaulichen Zielkonzeption für die Gesamtstadt, jetzt in der Überführung zu MG Plus auch etwas in den Köpfen zu bewirken, der Menschen- und Stadtgesellschaft mit zu gestalten und mit die Anforderungsprofile zu schärfen, die eine Stadt zukünftig braucht. Und das ist gelungen und so sagen wir auch, die Stadt im Aufbruch setzt Projekte um, ist aufgestellt für die Zukunft und das zeigen die gerade exemplarisch genannten Projekte sehr deutlich. Wesentlich ist weiter, dass wir uns nicht nur auf das kommunale Gebiet beschränken, sondern unter dem Stichwort Strukturwandel auch uns aufgestellt haben. Wir haben einen Zweckverband gegründet mit den Städten und Kommunen Erkelenz, Tietz und Jüchen und Mönchengladbach als Anrainer im nördlichen Revier, um einfach auch hier eine gemeinsame Strategie, ein gemeinsames Vorgehen, eine gemeinsame Zieldefinition hinzubekommen, um an den versprochenen Bundestöpfen dann auch zu partizipieren, die Gelder hier in die Region, ans nördliche Revier bringt. Die wesentlichen Punkte, mit denen wir uns beschäftigen, sind zum einen das Thema Wohnen, Lebensverhältnisse, Wohnumfeld, zweitens die Umweltbedingungen, Thematiken wie Verkehrswende und sind hier politisch gesetzt, politisch beschlossen. Da werden wir sicherlich in der Diskussion noch darauf eingehen können. Dritter Schwerpunkt, Stärkung des Wirtschaftsstandortes. Es nützt nicht nur, gute Wohnverhältnisse haben, Wohnangebote für die unterschiedlichsten Schichten und Marktangebote, sondern auch ein adäquates Angebot an Arbeitsplätzen und letztendlich auch Stärkung der weichen Standortfaktoren Kultur, Sport, Wissenschaft und Bildung. Das Ganze machen wir unter dem Slogan, unter der Strategie Wachsende Stadt,
Wachstum in Qualität, ein ganz wesentlicher Punkt, und das zeigt die nächste Folie. Wir haben uns im Verwaltungsvorstand mit den Geschäftsführern städtischer Töchter auch darauf geeinigt, dass wir Projekte nicht nur angehen, wenn sie bezogen auf städtische Grundstücke Höchstpreise erzielen, sondern tatsächlich über Konzeptvergaben Qualität fordern wollen. Und wir haben mal definiert, was sind denn jetzt innovative Projekte? Das sehen Sie dort oben, die zum einen das Wachstum stärken, die Qualität hervorheben, die Innovation produzieren, die natürlich auch positive Effekte auf den städtischen Haushalt haben. Wir haben ein strategisches Controlling aufgebaut, die unsere Investitionen städtischerseits im kommunalen Haushalt abgebildet, über Förderkulissen abgebildet, aber auch Investitionen Dritter nachfragen, was hat das mittel- und langfristig Auswirkungen positive Art auf den städtischen Haushalt, und das impliziert dann, dass wir uns relevante Kennzahlen gegeben haben, um das dann auch beständig zu überprüfen, im Sinne einer Evaluierung, sind wir noch auf dem richtigen Weg. Es war von Klaus Franken die Bitte, das wirklich nur kursorisch darzustellen, das habe ich hier getan. In die Runde kann ich sagen, Mönchengladbach ist extrem gut aufgestellt, in Einigkeit mit allen an einigen Stellen Schwierigkeiten und notwendigen Diskussionen mit Bürgerschaft, mit Politik, aber auch innerhalb der Verwaltung. Wir glauben, mit Recht behaupten zu können, dass wir die Nummer 1 im linken Niederrhein sind und bezogen auf Corona-Krise und Folgewirkungen den richtigen strategischen Ansatz haben, gemeinsam in der Stadt in eine Richtung zu gehen und Projekte, wie gerade vorgestellt, Katella, Seestadt, aber auch andere, ob die nun am Zopf sind, ob die auf dem Rehmegelände sind und, die Stadt der Zukunft so auch gestalten zu können. Ja, soweit vielleicht in der notwendigen Kürze. Herzlichen Dank. Wir kommen ja gleich auf die Themen nochmal vertieft zurück. Wir möchten jetzt ganz gerne erstmal so einen kleinen wissenschaftlichen Blick haben. Deswegen würde ich das auch gleich weitergeben zu Herrn Professor Dr. Thomas Beile. Ja, vielen Dank, Klaus, meine Damen, meine Herren. Herzlich willkommen zu dem Wrap-up, Stichwort Wissenschaft. Das klingt ja immer so ein bisschen trocken und so. Wissenschaft heißt Strukturwandel, und Strukturwandel heißt, Wochenende gab es 4:1 gegen Union Berlin, 4. Platz. Also von daher sage ich jetzt als Freiburg-Fan, Fans wissen, was da am Morgen passiert, als Freiburg-Fan, der Strukturwandel in Mönchengladbach scheint offensichtlich auf der Ebene schon passiert zu sein. Trotzdem, wenn wir die Folien weiterklicken, dann sehen wir jetzt schlicht und einfach mal eine ganz klare Darstellung, was eigentlich Strukturwandel im Einzelfall heißt. Bitte weiterklicken. Denn es ist ja ein Phänomen, was jetzt nicht nur auf Niederrhein stattfindet, sondern eben letztlich dann global, international passiert, im Großen wie im Kleinen. Und wie gesagt, man unterscheidet schlicht und einfach zwischen dem sektoralen Strukturwandel, zwischen dem intrasektoralen Strukturwandel und dem regionalen Strukturwandel. Das mag jetzt erstmal noch ein trocken klingen, heißt aber, dass es eine gewisse funktionale Konzentration gibt von gewissen Strukturen in Ballung normalerweise, und ich glaube, wir kennen das alle, jetzt muss ich ein bisschen stark für Frankfurt brechen, den Hochhäusern. Da sitzen viele Banken und Versicherungen in dem Bereich. In München haben wir dann Versicherungen, in Medien haben wir in Hamburg und Berlin. Das heißt, es gibt global einen Drang, in die Innenstadtstrukturen reinzugehen. Wenn man das Ganze jetzt überträgt, sicherlich auch auf Mönchengladbach oder auf Viersen oder auf Neuss oder auf Düsseldorf, dann erleben wir im Großen und Kleinen eine ähnliche Struktur. Ein starker Zuzug in die Innenstädte, aber gleichzeitig auch natürlich Bewegungen, die dann nicht nur durch Corona, sondern auch im Lebensalter, aber auch durch eine Angebots-Nachfragestruktur immer wieder an den Rand der Städte drücken. Ich sehe bisher immer nur noch mein Titelblatt und möchte ungern durchrennen, aber wenn jemand weiterklickt, dann sehen es, glaube ich, auch alle, was jetzt hier, von was ich die ganze Zeit rede. Wir sind jetzt beim Strukturwandel, hat mehrere Dimensionen. Okay, ich sehe nur mein Titelblatt, aber dann sind wir schon weiter, dann weiß ich Bescheid. Gut, dann sind wir in mehreren Dimensionen. Dann gehen wir mal weiter in die Thematik dessen, was dann passiert mit dem Strukturwandel in dem sogenannten Speckgürtel, Vorstädte oder Satellitenstädte. Da gibt es ja relativ viele Begrifflichkeiten. Machen wir uns mal nichts vor, ein Ballungsraum ist negativ konditioniert, deswegen sagt man Verdichtungsraum. Und ich glaube, etwas, was wir als Begriff, glaube ich, alle so alt sind, wir schon die letzten 40 Jahre erlebt haben, ist eigentlich dieses Phänomen, vielen Dank, dieses Phänomen der sogenannten Suburbanisierung. Damals hatte Deutschland in den 70er Jahren am Stadtrand und weiter hinaus diese sogenannten Satellitenstädte und die Vorstädte entwickelt. Jetzt wissen wir alle, das ist etwas aus der Zeit gefallen, gar nicht mal so sehr aufgrund des Alters, der Altersstruktur der Objekte, sondern aufgrund des verändernden Verhaltens. Für diejenigen, die es noch nicht wissen, Mönchengladbach hat einen Personenhaushalt von 43%. Düsseldorf, Frankfurt, München sind wir deutlich über 50%. Das heißt, auch Mönchengladbach kann sich nicht entziehen der sogenannten Urbanisierung auf der einen Seite,
Es strömen auch nach Corona, ganz klare Aussage, mehr Menschen, Ein-Personenhaushalte in die Städte. Vielleicht wichtig, Ein-Personenhaushalte sind keine Singles, das wird immer gerne durcheinander geschmissen. Ein-Personenhaushalte sind eine statistische Größe und Singles sind die, die auf Parship der Werbung ob heimfallen des Öfteren. Aber sei es drum, das heißt, klare Aussage, Mönchengladbach von 43% Ein-Personenhaushalte, Anstieg tendenziell Richtung 50 in den nächsten 20 Jahren. Und jetzt komme ich zu einem entscheidenden Punkt. Und was passiert jetzt aber mit denen, die letztlich dann in die nächste familiäre Stufe kommen, mit Eigentumsbildung, nicht nur in Form einer Eigentumswohnung, sondern ganz flapsig formuliert, Kinder zeugen und Häuschen bauen. Die ziehen eben immer weniger in Deutschland, in Europa, weit, weit weg von den Ballungszentren, von den Verdichtungsräumen, sondern sie sind im Speckgürtel in den Stadtrand zu sehen. Und ich glaube, da kommen einige Dinge zusammen, die ganz wichtig sind. Vielen Dank. Wir nennen das Thema eben die sogenannte urbane Quartierestruktur. Da läuft der Markt natürlich einem Professor immer voraus. Der kann ja immer nur Sachen erkennen, die schon passiert ist oftmals. Ja, so selbstkritisch muss man sein. Aber die Mehrzahl der Objekte in Europa, in Deutschland, in NRW, in Bayern, Baden-Württemberg, in Hessen sind mittlerweile Objektstrukturen, die sich rechts und links der Stadtgrenze bewegen. Das ist manchmal ein bisschen lokalpolitisch immer ein bisschen heikel, ist mir bewusst, aber dort entstehen die Baumaßnahmen, die offensichtlich eine gewisse Klientel ansprechen. Ich sage es mal wirklich einfach, familiäre Strukturen, ein, zwei Kinder, je nachdem, mit ein, zwei Autos, je nachdem, aber ganz klar Eigentumsbildungscharakter haben. Und jetzt auf den Punkt zu kommen, vor allem auch letztlich in Form von Zuzug in die Städte, Familienstrukturen, die kommen nicht per se immer von der Innenstadt, aber wir haben eben zwei Elemente. Einmal ist, man zieht in die Innenstadt und man zieht von Innenstadt an den Stadtrand. Das ist immer ganz wichtig. Das Bild, was Sie hier sehen, das ist so im Moment unsere Monstranz als Wissenschaftler. Das ist Hudson Bay in Hudson Yards in New York. Das ist jetzt nicht vergleichbar sicherlich, aber in dem Kontext kann man aus dem kleinen Element sehen, Quartiere und Mixed-Use-Gebäude kommen und Strukturen kommen immer mehr zusammen. Und das ist, glaube ich, der entscheidende Kern, wenn man die DNA der Stadt der Zukunft anschaut, der Stadtentwicklung, die Strukturwandels anschaut, dann sind es schlicht und einfach eben genau diese beiden Elemente. Ich habe eine Quartiersebene und ich habe innerhalb eines Quartiers verschiedene Nutzungen, die natürlich völlig anderer Natur sind. Und wie gesagt, das war mein Entree zu Beginn mit dem Suburbanisierungsthema, als damals in Anführungsstrichlein nur Wohnen hingebaut wurde. Also da sieht man eine relativ starke Weiterentwicklung. Vielleicht die nächste Folie bitte. Und dann haben wir es fast auch schon, denn ich habe noch zwei, drei Folien und Zahlen mitgebracht. Wie gehen wir eigentlich damit um? Und das müssen Sie mir nachgestehen als Wissenschaftler, da muss man mit ein paar Zahlen kommen. Sie sollten jetzt die 500 Projektquartiere in Deutschland sehen. Und das unterstützt auch ein bisschen die These, wo wir eigentlich sind. Wir sind, wenn man sich eine Makrolage anschaut, volumenmäßig sind es die A-Standorte, in denen die Quartiersentwicklung passiert, die urbanen Quartiere, aber dann und zusammengerechnet in den B- und C-Standorten, wo natürlich jetzt auch dann München-Gladbach bzw. in Teile NRWs reinfallen. Ich glaube, das ist immer ganz wichtig. Die Mehrzahl der Bauaktivitäten auf dieser dynamischen Konzept basieren in der Tat an Strukturen, die jenseits von München, Frankfurt, Hamburg und den tollen Top 5 sind irgendwo. Wenn man sich das anschaut, was das wieder heißt, dann sehen Sie schon den dominanten Anteil am City-Rand-Entwicklung. Und das ist genauso mein Aspekt, den ich immer wieder gerne einspielen möchte. Quartiere, die auch unter uns direkt formuliert lebendige Charakter aufweisen, sind sehr stark am City-Rand entwickelt worden, werden noch entwickeln und nicht per in der City. Ich möchte jetzt nicht die City-Brügel nicht falsch verstehen. Dort hat man sicherlich eine gewisse Nachfrageklientel und eine Struktur, die bedient wird. Es wird auch relativ viel gebaut in einem anderen Preissegment. Aber ich glaube, der Schwerpunkt, auf was es soziotypografisch und geografisch auch geht, sind in der Tat diese sogenannten City-Rand-Entwicklungen. Ja, dann nochmal ganz wichtig, wenn man sich dann wirklich nochmal anschaut, wo die Nutzungsschwerpunkte sind. Das ist jetzt das Kuchendiagramm, was Sie sehen werden und sollten. Die Tatsache, dass da hier mit dominant über 70% Wohnen herrührt, ist ja genau aus der Perspektive zu sehen. Wohnen wird gemischt mit Büro und Einzelhandel. Was Einzelhandel ist im Einzelfall, da kann man sich wunderbar streiten, nächtelange Webinare machen, aber ganz wichtig, ich glaube, wir sehen, der Kern der heutigen urbanen Entwicklung ist eine Wohnfunktion, ergänzt, garniert, eingespeist, gespiegelt mit diesen Funktionen, die Einzelhandel, Gesundheit, Gewerbe sind. Und das ist nochmal ganz wichtig, ganz klar weg von monofunktionalen Strukturen, sondern eben hin zu gemischt genutzten Strukturen. Und gemischt meine ich eben sicherlich auch, gemischt in Form auch von einer sozialen Typografie, dass eben nicht nur die einen und die anderen dort wohnen, sondern in der Tat das, was die Lebendigkeit einer Stadt, eines Quartiers letztlich ausmacht. Und ein letzter Punkt ist mir nur ganz wichtig an der Stelle zu betonen, das sehen Sie auch hier auf der letzten Folie von mir, wenn man sich anschaut, was die Anforderungen sind, wo die liegen,
dann wird dem Thema der Mobilität mittlerweile eine völlig andere Wertschätzung zugeschustert oder zugesprochen, als es vielleicht vor 10, 20 Jahren der Fall noch war. Wir hatten ja gestern Nacht das Konjunkturpaket, da fahren wir jetzt ja bald, glaube ich, alle Elektroautos, ja. Aber ehrlicherweise merken Sie schon, es hat wohl eine Funktion an fernen Regionalbahnhöfen, also ganz klar an Verkehrsträgerknotenpunkten dominant und natürlich die Hauptverkehrsachsen, das ist sicherlich ein Fall über alle gesprochen, aber ich glaube, da kommt auch Mönchengladbach, Düsseldorf, viele andere kommen dort auch, glaube ich, zum Zug. Recht der großen Mobilitätsknotenpunkte entsteht urbanes Wohnen. Wenn ich sage rechts und links, wissen wir, die allerwenigsten Hauptbahnhöfe in dieser Republik liegen in dem, was ein Innenstadtbereich ist. Nochmal ganz wichtig, sie sind Entwicklungsgebiete gewesen vor 100, 120 Jahren. Dort waren sie am Stadtrand gelegen. Der Stadtrand ist heute nach außen gewandert und genau da kommt es oben wieder hin. Das soll es von meiner Seite gewesen sein. Ich darf mich bedanken und würde wieder überleiten an Klaus Fang. Ja, herzlichen Dank für diese eher wissenschaftliche Sicht. Ich würde jetzt ganz gerne die globale Sicht wieder sehen und Herrn Kühler bitten, das aus der Sicht von Johns Lang LaSalle wirklich einem globalen Player zu sehen. Sie haben die Welt im Blick, was in Hongkong passiert, in New York passiert. Was macht man jetzt in Mönchengladbach? Wie spielt Mönchengladbach in diesem weltweiten Konzert mit? Das Mikrofon bitte anmachen. Ja, vielen Dank dafür, für die kurze Einleitung. Wenn man, sage ich mal, den Blick der institutionellen Investoren jetzt, ich sage mal, wenn man 5 Jahre zurückblickt, dann gab es letztendlich in NRW Köln-Düsseldorf, Bonn und Münster, die letztendlich, sage ich mal, auf der Einkaufsliste standen. Das hat sich doch schon sehr gewandelt mittlerweile. Also nichtsdestotrotz, sage ich mal, auch insbesondere aufgrund der hohen Mieten und hohen Faktoren. Also ich meine, unter dem 30-fachen kann ich letztendlich auch in den aufgezählten Städten nichts mehr einkaufen. Klar wird man dann irgendwo umsteigen auf die sogenannte B- und C-Städte. Und da ist, sage ich mal, Mönchengladbach von den Kriterien, die sie erfüllt, trifft es letztendlich alles. Also ich sage mal, wir haben eine Einwohnerzahl von über 270.000. Das ist schon mal so der erste Haken, den institutioneller macht. Wir haben eine positive Bevölkerungsentwicklung. Wir haben kontinuierlich Mietwachstum gesehen in den letzten Jahren und werden es auch in Zukunft noch sehen. Und sag ich mal, einige weitere Highlights. Also ich meine, wir haben 8.500 Studenten in Mönchengladbach. Auch die Zahl, die mich selber überrascht hat, auch als Start-up-Hochburg zu sehen, mit 67 Gründungen auf 10.000 Erwerbsfähige. Das heißt, wir liegen vor Hamburg, vor Düsseldorf und vor München. Auch von den Arbeitgebern immer mehr ein Punkt, wo natürlich auch institutionelle drauf sehen. Wir haben Santander Bank, Zalando, Maria Hilf Kliniken, die auch wieder die Studenten aus Aachen anziehen. Also es sind, sage ich mal, viele Punkte, die Mönchengladbach zu einem sehr attraktiven Investmentstandort machen. Und ich meine, die Verbindung nach Düsseldorf, wir sind im Zug etwas über 20 Minuten, ich glaube, 107 Verbindungen am Tag, sind 44 Minuten in Köln. Also es ist schon, sage ich mal, von der gesamten Anbindung hervorragend und man sieht auch so generell die Strahlkraft auf junge Menschen. Es gibt ein Konzept Stayery Apartments aus Köln, die haben mittlerweile Standorte eben in Berlin, in Frankfurt, in Köln und der nächste wird in Mönchengladbach aufmachen. Und das sind, sag ich mal, alles so gewisse Impulse, die wir auch wahrnehmen, die institutionelle wahrnehmen, die der eine oder andere schon früher wahrgenommen hat. Eine Industrie hat schon bereits, glaube ich, 2016 oder 2017 schon auch den institutionellen Schritt nach Mönchengladbach gewagt, was Wohninvestments angeht. Und wir merken das in unseren Gesprächen. Wir haben ja den ein oder andere, sag ich mal, B- und C-Lage um Düsseldorf herum, sei es Solingen, sei es Hilden, jetzt auch in den vergangenen Monaten veräußert. Und gerade auch hinsichtlich Mönchengladbach werden wir auch aktiv angesprochen, den Investoren. Ich habe gesehen, es sind auch heute einige dabei, die sich schon dafür begeistern. Und also da, wenn man den aktuellen Blick für Wohninvestments sieht und dann eben auf NRW runterbricht, dann ist, würde ich sagen, Mönchengladbach nach den eben aufgezählten Städten wie Köln, Düsseldorf, Bonn und Münster so die nächste Station, in der wir doch auf jeden Fall deutliche Aktivitäten von Institutionellen sehen werden. Genau, das so ein kurzer Ausblick von uns. Ja, herzlichen Dank. Ich denke, da hat sich gerade in den letzten Jahren sehr viel getan. Ich weiß, als wir 2016 gestartet sind, als wir nach Mönchengladbach kamen, da sind wir in der Branche so ein bisschen hinterfragt worden, so nach dem Motto, was fällt denen denn ein, nach Mönchengladbach zu gehen? Ich glaube, die Frage, die hat sich in den letzten 5 Jahren ganz deutlich positiv gewandelt, denn wir sehen, dass heute sehr viele Investoren nach Gladbach schauen. Aber es gibt natürlich auch in Gladbach viele Investoren. Und das war ja ein Merkmal, das uns damals auch sehr überzeugt hat. Es gab den Masterplan 3.0.
das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, haben Bürger sozusagen Geld gesammelt, um der Stadt einen Masterplan zu schenken. Dieses Engagement, diese Aufbruchsstimmung, die hat uns damals sehr motiviert. Und Herr Bienen, Sie sind nun ein Gladbacher Gewächs sozusagen, Sie sind der Local Hero. Wie sehen Sie das sozusagen aus Ihrer speziellen Sicht? Ja, guten Tag, sehr verehrte Damen und Herren. Ich freue mich natürlich, dass ich als Mönchengladbacher Player heute dazu auch etwas sagen kann. MG3.0, Herr Franken war der Einstieg, Gregor Bonin. Das war unternehmerisches Engagement, was an der Stelle, glaube ich, einen Zündfunken ausgelöst hat. Und das ist ergänzt worden, das ist eben von Herrn Dr. Bonin bereits angesprochen worden, MG Plus wachsende Stadt. Da hat Verwaltung, Politik verstanden, was man mit einem Masterplan, mit der Initiative Masterplan letztendlich beginnt und wie man das weiterentwickelt. Das unternehmerische Engagement und bürgerliche Engagement ist das, was Mönchengladbach, glaube ich, von vielen anderen Städten auszeichnet. Wir sind eine Stadt mit sehr viel Unternehmern und weniger große Unternehmen. Das könnte hier und da als Schwäche gesehen werden, aber in Wirklichkeit ist es eine Stärke. Wir haben sehr viele familiengeführte Unternehmen, sehr viele inhabergeführte Unternehmen und die engagieren sich in dieser Stadt für diese Stadt. Das passiert jetzt gerade wieder mal im Bereich Wissenscampus Mönchengladbach e.V., wo wir versuchen, eben neben den Arbeitsplätzen, die wir bereits jetzt haben und die sich die Mitarbeiterzahl, das heißt die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten, hat sich sehr positiv entwickelt, die Arbeitslosenzahl zurückentwickelt, jetzt Corona mal ausgeschlossen, das sind Sonderentwicklungen, die darf man sicherlich dabei nicht berücksichtigen. Aber das sind Engagements, die dazu führen sollen, letztendlich hochwertige Arbeitsplätze, Forschungsarbeitsplätze nach Mönchengladbach zu holen. Wir arbeiten da sehr stark mit der Hochschule Niederrhein zusammen. Stichwort ZRR, Rheinisches Revier. Da sind wir im Grunde genommen der Hotspot in diesem Rheinischen Revier, die einzige Großstadt, die davon bisher darunter gelitten hat unter dem Rheinbraunabbaugebiet, aber zukünftig auch davon partizipieren wird. Und wir sind sicher, dass wir in dem Zusammenhang auch eine Menge Gelder, Subventionen nach Mönchengladbach und in die Region holen. Und da sehen wir nicht nur Mönchengladbach als Nukleus, sondern wir sehen, dass wir die Region mitnehmen müssen, weil die Stadt partizipiert auch von einem starken Umfeld. Was das Engagement im Bereich Wohnimmobilien, sprich Mietwohnungen anbelangt, ich glaube, da hat Industria mit dem Projekt Roman der Höfe zum ersten Mal bewiesen, und das war das erste größere Wohnprojekt in dieser Stadt, dass das recht gut platziert worden ist und wir haben hunderte von Nachfragen nicht zufriedenstellen können. Und deswegen ist ein Projekt wie die Seestadt MG Plus für uns ja wichtig, um ich sag mal, diese hohe Nachfrage überhaupt zufriedenzustellen. Das Interessante ist, dass wir in dieser Stadt natürlich, wenn wir jetzt diese Engagements umsetzen und daraus weitere Arbeitsplätze entstehen und davon ist auszugehen mit der weiteren Entwicklung, dann brauchen wir für diese zusätzlichen Arbeitsplätze auch Wohnangebot. Und das nicht nur im Bereich Eigentumswohnungen und Einfamilienhäuser, das ist eben angesprochen, das findet dann eher in der peripheren Situation statt. Aber das Quartier hier, Seestadt Mönchengladbach, ist das, was sehr zentral gelegen ist, mit einer hervorragenden ÖPNV-Anbindung. Und ich glaube, das ist das, was nicht nur in dieser Stadt, sondern auch in der Region fehlt. Dass man ein solches Produkt, das ist ja nicht nur eine Agglomeration von mehr Familienhäusern, sondern da steckt ja mehr dahinter. Und ich glaube, das ist das Besondere an diesem Quartier Seestadt MG Plus. Was die generellen Voraussetzungen anbelangt, wir sind eben nicht die Stadt, wo sich Mietpreise und Kaufpreise potenziell nach oben bewegen oder man kann schon fast sagen wie in den Metropolen, sondern wir haben eine solide Preisentwicklung. Wir hinken allerdings auch den Metropolen ein Stück hinterher, was ist sehr positiv. Dadurch können wir aus der Metropolennachfrage, speziell hier aus dem Düsseldorfer Raum, auch nach Mönchengladbach und in die Region ziehen. Und da erwarten wir auch noch mehr Nachfragezuwachs aus diesem Bereich. Wir haben in den letzten 10, 15 Jahren eine stetige Aufwärtsentwicklung der Immobilienpreise und auch der Mietkonditionen.
Und wir haben so gut wie keine Volatilität. Das wird sich auch wieder mal zeigen, wenn wir jetzt so Probleme haben, wie wir die zurzeit mit Corona erleben. Dann wird in Mönchengladbach vielleicht ein Stillstand der Entwicklung kommen, aber wir werden keinen Rückgang haben. Das hängt damit zusammen, dass eben eine extrem hohe Nachfrage vorhanden ist, für die in den letzten 10, 15 Jahren mit Ausnahme Projekt Kommandohöfe kein Angebot vorhanden ist. Und das gilt sowohl in diesem Bereich für den Mietwohnungsbereich als auch für den Eigentumswohnungsbereich. Es gibt zu wenig Angebot, es sind viele Projekte zurzeit in der Planung drin, die sind aber nötig. Und wenn sie, ich sag mal, zeitlich abgestimmt an den Markt kommen, dann sehen wir für Ihr Projekt, Herr Franken, für das Thema Seestadt eine sehr gute Entwicklung. Und ich denke, für Investoren ist einfach die Solidität und die nachhaltige Entwicklung sehr, sehr wichtig. Dazu kommt, durch MG3 und MG Plus haben die Investoren auch eine nachhaltige Sicherheit, und was die zukünftige Entwicklung in dieser Stadt anbelangt. Man kann heute sehen, was in 5 bis 10 Jahren in Mönchengladbach passiert. Also ja, in Berlin hieß es ja, Berlin ist arm, aber sexy. Ich denke mal, Mönchengladbach ist weder arm, hat aber eine solide Grundlage. Und ich denke mal, das ist ein wichtiger Punkt. Und jetzt würde ich gerne das Thema weitergeben an Herrn Jungbauer von der NRW. Früher hat man gesagt, das sind die Stadtwerke. Die NRW hat sich dann deutlich weiterentwickelt. Aber sie helfen ja, aus einem normalen Produkt etwas Besonderes zu machen. Sie sind ja besonders aktiv in Bezug auf Innovationen in Sachen Energiekonzepte, in Sachen Mobilitätskonzepte. Vielleicht können Sie uns da ein paar Hinweise geben, womit Mönchengladbach gerade dort auch Vorreiter ist und Leuchtturmmöglichkeiten bundesweit nach vorne bringt. Wie eingangs schon mal gesagt, es gibt eine Förderung, die von der Bundesregierung sogar noch kommt. Also offenbar ist Mönchengladbach hier ganz vorne dabei. Und das ist gerade eine wichtige Unterstützung der NRW. Ja, vielen Dank, Herr Franken. Sie, wie man das auch schon jetzt in den ganzen Wortbeiträgen gehört hat, wir leben in sehr, sehr spannenden und interessanten Zeiten. Es gibt viele Herausforderungen und das Tolle ist, das zu begleiten. Wir sprechen über Themen wie Wärmewende, wir sprechen über Klimawende, über Mobilitätswende. Das alles sind Themen, die natürlich die typischen Stadtwerke schon betreffen. Und jetzt muss man eins machen, man muss versuchen, nicht das irgendwie zu überleben, sondern man muss versuchen, das proaktiv mitzugestalten. Und das ist der Ansatz, den wir gewählt haben. Wir möchten diese Themen wirklich proaktiv gestalten. Und das hat auch Einfluss gehabt auf das, was wir in der Seestadt machen, weil wir gedacht haben, als wir uns mit der ganzen Thematik auseinandergesetzt haben, dass da ein Riesenhebel zur Verfügung steht, um zum Beispiel CO2 einzusparen. Also wenn Sie den Komplex Wohnen und Mobilität zusammenfassen, dann ist das für über 41% der CO2-Emissionen in Deutschland zuständig. Also ein Mega-Hebel, den man da hat, wenn man das jetzt mal in der Tiefe durchdenkt und da gute Konzepte erarbeitet. Und deshalb ist für uns wichtig, wir haben uns Gedanken gemacht über energetische Sektorenkopplung in der Seestadt. Und zwar wollen wir die Sektoren Wärme, Energie und E-Mobilität miteinander verknüpfen, also Synergien sinnvoll zu nutzen. Und da ist ein Aspekt natürlich klar, Solarthermie, das ist vorhanden und das ist das Spannende, wenn man sich mit der Thematik und mit Innovationen auseinandersetzt. In Zeiten von Corona haben viele von Ihnen, die Kinder haben, wahrscheinlich auch mit dem Homeschooling zu tun gehabt. Und ich hatte den großen freudigen Beitrag einer meiner Töchter, das Thema Kohleverstromung näher zu bringen. Und wie sinnig das in der heutigen Zeit ist, auch wenn man überlegt, in welchen Zeiten wir leben. Und da ist mir wieder bewusst geworden, unsere nächste Generation erwartet, dass wir Vorarbeit leisten und dass solche Themen erledigt werden. Weil das einfach nicht mehr zeitgemäß ist. Es gab Zeiten, da war das sinnvoll. Aber mittlerweile wissen wir, unser Planet bietet alles, was wir brauchen, damit wir zum Beispiel in Quartieren Wärme, Energie und auch Elektromobilität gewährleisten können. Wenn Sie zum Beispiel darüber nachdenken, 91% der Abwärme in Deutschland wird nicht genutzt. Während wir hier miteinander nett plaudern und interessante Daten und Fakten austauschen, laufen zum Beispiel in der Lürrepastraße 1,4 Megawatt Energieleistung durch den Kanal, die einfach in Neuwerk entsorgt werden, die keiner nutzt, die sind vorhanden. Und das ist etwas, wo wir umdenken müssen. Und das ist etwas, was wir uns auf die Fahne geschrieben haben, den Blick dafür zu schärfen, wo haben wir zum Beispiel Abwärme, die nutzbar ist. Und das ist jetzt in der Seestadt zum Beispiel dieser Schmutzwassersammler. Bitte? Alles gut. War ich abgehackt, oder? Jetzt kommen Sie bei mir wieder richtig an. Sie waren zwischendurch mal kurz weg, aber es scheint zu laufen.
Also wie gesagt, wir in der Seestadt gibt es die Lürepper Straße, da gibt es einen Schmutzwassersammler, der wie gesagt eine extreme Leistung bietet, womit wir zum Beispiel im ersten Bauabschnitt Wohnen 100% des Wärmebedarfs decken können. Und es ist angedacht jetzt im Zuge dieser Reallaborförderung, und das ist etwas, worüber wir uns sehr freuen, dass jetzt die Seestadt Teil dieser Reallaborförderung Transurban NRW geworden ist, wo wir genau solche Sachen noch tiefergehend auch betrachten. Zum Beispiel Nutzung, Abwasserwärme, Rückgewinnung. Inwiefern kann man vielleicht andere Sachen auch noch nutzen und damit einbringen, um einfach einen Autarkiegrad zu erreichen. Und wir überlegen gerade oder konzeptionieren gerade und versuchen zum Beispiel ein Wärmenetz der fünften Generation dort aufzubauen und dafür halt zu sorgen, dass man diese vorhandene Abwärme oder Umweltwärme nutzen kann und letztendlich den Leuten, die dort wohnen, auch zur Verfügung stellt. Also gerade der Wärmesektor ist der größte Energiesektor. Wenn man jetzt mal gemessen an dem Endenergiebedarf, ist er doppelt so groß wie zum Beispiel der Stromsektor. Das heißt, das ist das größte Potenzial für eine CO2-Reduktion. Und wenn wir heute solche Themen angehen, dann ist es wichtig, dass wir das wirklich auch innovativ und nachhaltig gestalten. Und das, wie gesagt, das erarbeiten wir gerade in einem tollen Team. Das macht sehr viel Spaß, da sitzt sehr, sehr viel Kompetenz drin. Und wir haben vorhin die Einleitung von Herrn Dr. Bonin gehört, was sich in Mönchengladbach noch alles tut. Unser Ansatz als NEW ist es da auch natürlich als Teil des Stadtkonzerns, da auch die Stadt zu unterstützen, damit man genau solche Themen auch zukünftig betrachtet. Bei all den Quartieren, die momentan hier entstehen, oder wenn wir auch an das Rathaus der Zukunft denken, also da sind viele, viele spannende Themen, auf die wir uns freuen. Und es ist toll und macht uns auch ein Stück weit stolz, dass wir hier unseren Beitrag zu diesem Strukturwandel in dieser Form beitragen dürfen. Wunderbar, dabei sind wir schon wieder bei der Stadt Mönchengladbach. Wenn wir über Innovation sprechen, dann haben wir ja verschiedene Motivationslagen. Für uns als Investor ist klar, wir brauchen Innovationen, um letztendlich unsere Betriebskosten zu senken. Wir haben hier mit dem System, das Sie bezeichnet haben, eine Senkung der zweiten Miete. Das heißt, die Nebenkosten für unsere Nutzer sind begrenzt. Das hat also einen direkten wirtschaftlichen Effekt. Heißt für uns letztendlich, die Mietzahlung ist für uns deutlich sicherer. Genauso geht das im Thema Mobilität, indem wir neue Mobilitätsangebote schaffen. Es ist vielleicht möglich, dass die Familie auf das zweite Auto verzichtet und damit das Haushaltseinkommen entlastet wird. Das sind unsere wirtschaftlichen Motivationen. Aber schauen wir nochmal auf die Seite der Stadt Mönchengladbach. Wie sind diese Motivationen im Gesamtkonzert der Stadt zu sehen? Wie ist da die Motivationslage und wie wird das weiter auch gesamtheitlich gefördert? Das Mikrofon muss angemacht werden. Ja, also die Motivationslage ist relativ klar und deutlich zu umreißen. Es geht nicht darum, irgendwie einen bunten Plan zu entwickeln und zu sagen, wir denken die Mobilität mit, sondern das konkret umzusetzen. Und die Verkehrswende ist ein Thema in Mönchengladbach, durch verschiedene politische Beschlüsse inzwischen auch fest verankert in der Stadt. Ich nehme ein wesentliches Beispiel. Wir haben im Dezember letzten Jahres eine Mobilitätssatzung vom Rat beschließen lassen, der es Investoren ermöglicht, bei ihren Projekten auf die nach Landesbauordnung notwendigen Stellplätze zu verzichten bzw. zu reduzieren, sofern eine eigenständige Betrachtung von Alternativen vorgenommen wird. Das kann man erreichen über den Lagebonus, zum Beispiel zum schienengebundenen Verkehr oder zum zweiten zur Anbindung bei entsprechend guter Anbindung zum ÖPNV oder durch die Errichtung von Mobilitätshubs oder die Errichtung von Ladestationen oder von Errichtung zusätzlichen Fahrradstationen oder Carsharing-Modellen. So ja auch geschehen in der Seestadt. Sodass ich glaube, dass das sehr deutlich macht, dass dieses Thema Verkehrswende auch bei der und insbesondere der Quartiersentwicklung mitgedacht werden kann. Das Gute ist für Investoren, was Kosten angeht, aber zum Zweiten eben auch, wie gerade richtigerweise gesagt, die Mieter oder Eigentümer etwas davon haben. Und zum Dritten, wir uns insgesamt dem Thema umweltgerechte, zukunftsfähige Stadt deutlich auf den Weg gemacht haben. Ja, vielen Dank. Ich habe gesehen, Herr Harald Wennemar ist im Teilnehmerkreis. Herr Wennemar, Sie waren schon dabei beim Masterplan 3.0 und haben das städtebauliche Konzept der Seestadt entwickelt. Können Sie vielleicht uns ein paar Stichworte geben, wie wichtig der See für die Seestadt auch ist? Denn das war ja ein zentrales Element Ihres Entwurfs.
Ja, das ist richtig. Also das Thema Wasser ist natürlich in Mönchengladbach sowieso ein sehr stark mit dem Ort verbundenes. Es war schon eigentlich relativ früh ein wichtiger Punkt, dass man zu dieser gesamten Lagegunst, die wir ja natürlich ohnehin schon haben in Mönchengladbach, auch diese Qualitäten, die ja da sind, auch nochmal hervorholt und mit dem Thema Wasser arbeitet. Konkret ist natürlich die Seestadt stark geprägt durch diese unheimlich attraktive Adresse. Es ist ja, Sie haben ja vorhin schon gesagt, als Sie Ihre ersten Aktivitäten in Mönchengladbach hatten, dass Sie da, für Ihre Visionarität gelobt worden sind. Also inzwischen wissen wir, wie toll sich alles entwickelt hat. Aber damals war natürlich gerade in der Vorstellung der Menschen dieses Grundstück südlich des Bahnhofs, sagen wir mal, auch durch andere Themen geprägt. Und es war unheimlich wichtig und auch sehr erfolgreich, dass wir dort diese Adresse mit dem See etabliert haben, dass wir gesagt haben, gut, das ist natürlich ein ungewöhnlicher Schritt, das ist auch ein aufwendiger Schritt. Da müssen wir sehr viel technisch drüber nachdenken. Aber es lohnt sich, weil wir das zu einem tollen Punkt machen, zu einem Anlaufpunkt, zu einer starken Adresse, die dann über den Standort hinaus natürlich auch strahlt. Denn Sie haben ja auch gerade schon gesagt, Quartiersentwicklung guckt jetzt nicht nur auf sich selbst, sondern guckt auch darauf, was kann über das Quartier hinaus entwickelt werden, welche Strahlkraft kann auch auf die umgebenden Quartiere dort ausgeübt werden. Und da ist, glaube ich, der See ein ganz toller Punkt, der uns dann auch sehr schöne weitere Anknüpfungspunkte in den Nachbarfeldern bringen wird. Vielen Dank, Herr Professor Fenner. Sie sind ja nicht nur für den See verantwortlich, sondern für die gesamte Freiraumgestaltung. Und da ist ja bemerkenswert, dass man in diesem gesamten Quartier das quasi als autofrei bezeichnen kann. Was sind die Merkmale aus Ihrer Sicht gerade für die Freiraumgestaltung und damit auch die Qualitäten, die mit einem solchen Quartier verbunden werden, im Gegensatz zu ganz normalen Wohnquartieren? Naja, wir haben im Prinzip eine riesige Freifläche, die von dem Auto befreit sind. Und das gibt natürlich die Chance, sagen wir mal, alle anderen Aktivitäten, wie Sie ja die Vorredner auch schon gesagt haben, mehr Freizeit, Sport, Unterhaltung, Kommunikation, Spiel. Wir haben eine zentrale Spielfläche, wir haben Bewegungsaktivitätsflächen, Aktionsflächen. Ich glaube, das ist einfach das Potenzial, was man haben muss. Und das Auto ist eigentlich, wie soll man, in Anführungszeichen, notwendiges Übel. Aber das gehört sicherlich unter die Erde oder in die Garagen und nicht mehr in die Quartiere. Das wollen ja auch die Leute. Also keiner will eigentlich mehr sein Auto direkt vor der Tür haben. Das ist verschenkter Freiraum. Und das Potenzial kann man einfach heben. Also ich denke, das ist ein gutes Mittel, mehr Grün reinzubringen. Das ist ja das, was die Leute auch mittlerweile wollen. Wir müssen diese sommerlichen Temperaturspitzen wegbekommen. Und das Thema mit dem See hat der Harald Wennemeyer ja schon angesprochen. Das ist ja auch ein Wasserspeicher. Also wir nutzen das ja auch für das Regenwasser, für Starkregenereignisse. Ich glaube, das ist ein ganz innovatives, ganzheitliches und auch langfristiges Konzept, was wir da entwickeln. Prima. Industrie Wohnen ist ja eben schon mal angesprochen worden von Herrn Bienen. Ich sehe, dass Herr Max von Puttkamer dabei ist. Wollen Sie uns einen kurzen Eindruck geben, wie Ihr Investment in Mönchengladbach aus heutiger Sicht ist? Weil Sie sind ja schon im laufenden Betrieb. Da höre ich im Moment nichts. Vielleicht wird das mit der Verbindung gerade nicht. Aber Herr Bienen, Sie kennen das Produkt von Industrie besonders gut. Vielleicht, dass Sie den Erfahrungshorizont nochmal zeigen. Sie haben eben gesagt, die Nachfrage konnte nicht gedeckt werden. Das heißt, solche Produkte werden mehr gefragt. Das Mikro ist noch nicht an. Jetzt klappt es. Ja, noch nicht ganz. Ja, ich weiß, dass Industrie ja nicht so ganz zufrieden war mit dem Vermietungsergebnis. Das hängt aber damit zusammen, dass man eben an den Top-7-Standorten bisher investiert hat und hat dann nicht die gleiche Geschwindigkeit erwartet, wenn ich in Frankfurt ein Projekt realisiere, dass das auch in Mönchengladbach der Fall ist. Wenn man aber ein bisschen wählerischer ist bei der Aussuche der Mieter letztendlich, dann ist das aus unserer Sicht sehr schnell weggegangen, denn bei Fertigstellung waren alle Wohnungen vermietet, bis auf die 2, 3, 4 Problemwohnungen. Wenn man 128 Wohnungen hat, dann bleiben eben ein paar Restanten, die vielleicht von der Architektur her oder von der Lage innerhalb des Gesamtobjektes nicht so optimal waren. Wichtig ist dabei, wir haben 128 Wohnungen vermietet oder 124 und hatten insgesamt weit mehr als 600 Nachfragen. Und das sind konkrete Nachfragen,
die wir auch abgefragt haben mit einem vierseitigen Fragebogen, was die Leute wollen, welche Vorstellungen sie haben. Das sind also nicht irgendwelche Mietinteressenten. Und das Spannende dabei war, dass mehr als 50% dieser Interessenten von außerhalb kommen. Und das ist eigentlich eine Bestätigung für das, was Sie auch, Herr Franken, angesprochen haben und das auch Ihre Überlegung ist. Wir werden zusätzliche Bewohner nach Mönchengladbach holen, wenn wir das Angebot haben. Das fehlte uns bisher. So haben zum Beispiel die Mitarbeiter als Santander das Serviceunternehmen oder die Serviceunternehmen nach Mönchengladbach holte, hatten wir für diejenigen, die von außerhalb kamen, nicht das passende Wohnungsangebot oder zu wenig Wohnungsangebot. Und wenn ich eben das Thema Wissenscampus angesprochen habe, das dreht sich um das Polizeipräsidium. Dort erwarten wir auf insgesamt ca. 20.000 Quadratmeter Nutzfläche, wie angesprochen, hochwertige Arbeitsplätze. Und die Seestadt Mönchengladbach ist nicht weit weg von diesem Areal. Alleine daraus werden zusätzliche, wird sich Nachfrage ergeben. Wir erwarten, dass aus dem Düsseldorfer Raum, und wir haben hier eine hervorragende ÖPNV-Anbindung, besser kann sie eigentlich nicht sein, dass man auch aus dem Düsseldorfer Raum zusätzliche Nachfrage generieren wird. Denn das Mietpreisniveau in Düsseldorf ist für viele nicht mehr darstellbar. Von Herrn Dr. Bayerle wurde eben das Thema junge Familie angesprochen. Gerade junge Familien können sich in dem Umfeld von Düsseldorf das Haus nicht mehr erlauben. Was aber dann der Wunsch ist letztendlich. Und da ist auch in Mönchengladbach entsprechendes Angebot vorhanden, sodass wir im Grunde genommen eine breite Schicht von Nachfrage abdecken können demnächst. Und dazu trägt die Seestadt aktiv mit bei. Nochmal eine Frage an den Stadtdirektor und technisch Beigeordneten. In vielen Städten, wenn wir nach Berlin schauen, werden die Investoren ja so ein bisschen gestriezt mit Mietdeckel und allen möglichen Restriktionen. Wie sieht das die Stadt Mönchengladbach? Wie sieht man die Investitionen? Welche Regulierung sieht man vor? Will man steuernd eingreifen? Wir haben das Stichwort geförderte Wohnungen. Wir haben aber auch jetzt in dem speziellen Fall hier ausgehandelt zielgruppenorientierte Förderungen. Wie stellt sich die Stadt gegenüber Investoren und Anlegern diesbezüglich auf? Die Frage zielt ja ein bisschen in die Richtung Quotierung des geförderten Wohnungsbaus in Quartiersentwicklung. Wir haben die Frage akademisch beantwortet, indem wir eine Gesamtuntersuchung des städtischen, also des Wohnungsangebots in der Stadt Mönchengladbach gemacht haben, mit Empirica zusammen. Einer der Kernsätze war, es ist nicht unbedingt ein Mengenproblem der Stadt Mönchengladbach, dessen was vorhanden ist, sondern es ist vielmehr ein Qualitätsproblem. Wir haben an vielen Stellen wirklich überalterten Wohnungsbedarf, der den heutigen Ansprüchen der unterschiedlichen Produkte nicht mehr entspricht. Und so haben wir in unseren städtebaulichen Verträgen auch keine Quotierung vorgesehen, sondern gehen in jedem Quartier, in jedem einzelnen Vorhaben passgenau darauf ein, auf den Grundlagen von Empirica, auf den Grundlagen der ermittelten Sozialstrukturen, den geförderten Wohnungsbau zu integrieren als Bestandteil eines lebendigen Viertels. Und so schaffen wir es auch jetzt in den letzten 2-3 Jahren, die uns zugewiesenen Fördermittel gleichmäßig im Stadtgebiet zu verteilen, keine Segregation zu schaffen und zum Zweiten damit auch Sozialstrukturen in vorhandenen Vierteln zu stärken. Das ist anders als in Düsseldorf, wo man sagen muss, man muss auch unten ein bisschen anfüllen, auch für Mittelschicht, für Wohnberechtigungsscheinanwärter Wohnungsbau anzubieten. In Gladbach sehen wir es anders. Wir müssen sagen, wir müssen auch qualifiziert höherwertigen Wohnungsbau anbieten, in den Unterschied sowohl als Mietwohnungsbau wie auch als Eigentum, um dann ein ausgewogenes Angebot in dieser Stadt zu erreichen. Da muss ich sagen, also in Mönchengladbach wird nicht gequält mit, ihr müsst aber so und so viel geförderten Wohnungsbau haben. Das würde bei dem, was wir im Moment in unserer Planung haben und in der Umsetzung realisieren, auch die Förderzuweisung deutlich übersteigen. Wir versuchen es gleichmäßig im Stadtgebiet zu verteilen. Das haben wir als sehr wohltuend empfunden. In den meisten Städten, in denen wir aktiv sind, wird dann immer erstmal nur über die geförderten Wohnungen gesprochen. Und hier hatten wir die Gelegenheit, zusammen mit der Stadt über eine sinnvolle gesellschaftliche Mischung im Quartier zu sprechen, weil wir brauchen alles. Und wenn man sich das anschaut, was in Neubauten so passiert, es gibt viele Bereiche, die sind nur mit Mietwohnungen bestückt oder andere sind nur mit Eigentumswohnungen bestückt. Beides hat Nachteile. Und erst wenn wir ein Quartier wirklich durchmischen können, dann kommen wir zu einer Investitionssicherheit aus unserer Sicht und aus Sicht der Stadt zu einer gesellschaftlichen Durchmischung, die langfristig gut funktioniert.
Jetzt sind wir ja dabei, nicht nur den Bebauungsplan jetzt auf die Reise zu bringen, sondern wir sind schon dabei, den ersten Bauabschnitt mit 250 Wohnungen fast zu konzipieren. Herr Köhler, ein Investitionsvolumen dieser Größenordnung, in dieser Mischung, dieser überwiegenden kleinteiligen 2-3-Zimmer-Wohnungen-Thematik, wie sehen die Investoren das? Ist das der Nachfrageschwerpunkt, nicht nur der Nachfrage, das haben wir eben von Herrn Wien gehört. Wie sieht man das aus der Kapitalseite? Welche Produkte werden dort nachgefragt? Ja, also ich sage mal, die Planung trifft eigentlich auch auf Investorenseite eigentlich so genau den Zahn der Zeit. Also wir haben das jetzt auch so die letzten Jahre beobachtet, auch so der Anforderungskatalog an den Wohnungsschlüssel immer kompakter, immer kleiner. Deswegen ist das Produkt eigentlich, kann man sagen, wie maßgeschneidert. Die Mischung, sage ich mal, frei finanziert, gefördert, ist etwas, sage ich mal, mit dem müssen mittlerweile alle Investoren umgehen. Das war in der Vergangenheit natürlich anders. Damals war noch gefördert, haben viele auch nicht verstanden, auch, sage ich mal, welche Fördermittel, wie, wo, was kann ich in Anspruch nehmen, war doch für viele noch immer so ein Buch mit 7 Siegeln. Das hat sich natürlich gerade in den letzten 2-3 Jahren enorm verändert und immer mehr klassische Investoren, klassische Institutionelle, die sonst immer auf frei finanziert gegangen sind, mussten sich letztendlich dem beugen. Wir haben es in fast allen Städten mittlerweile solche Förderprogramme. Die nehmen das alle gerne mit, haben mittlerweile auch das Potenzial erkannt. Auch gerade wenn dann, sage ich mal, sehr langfristig der Horizont ist, rechnen die natürlich mit dem, sage ich mal, Upside-Potenzial, das dann nach Auslauf der Bindung wieder zur Verfügung steht. Und deswegen rechnen wir dort natürlich gerade bei dem Mix jetzt mit einer enorm hohen Nachfrage. Und vom, wie gesagt, nochmal Wohnungsschlüssel trifft auch den Zahn der Zeit. Jetzt haben wir ein Produkt, das auch mitten in den lokalen Markt reinpasst. Und wenn ich das richtig sehe, ist Herr Oliver Behren von der Stadtsparkasse Mönchengladbach auch mit hier im Call. Wie sehen Sie das als finanzierende Bank? Ist das ein Produkt, das auch für regionale Anleger interessant sein kann? Wir möchten das ja nicht nur für die Großfinanz konzipieren, sondern wir möchten ja gerade auch Produkte schaffen, die für lokale Anleger, regionale Anleger interessant sind. Wie sehen Sie als lokales Institut eine solche Entwicklung aus der Finanzierungssicht? Da höre ich jetzt im Moment noch nichts. Wahrscheinlich klappt das dann mit dem Mikrofon nicht so ganz. Aber vielleicht spielen wir den Ball nochmal zu Herrn Bienen. Also Sie sind ja nur der Local Player. Wie sehen Sie das? Soll das nur was für Pensionskassenversicherungen sein? Oder wie sehen Sie auch gerade den regionalen Markt, um letztendlich auch über die Anleger mehr Identifikation zu dem Produkt zu schaffen? Das Mikrofon ist noch aus. Ich würde das gerne an einem Szenario mal darstellen. Wenn wir zurzeit mehr Familienhäuser anbieten, und das haben wir leider sehr, sehr selten, weil zu wenige Produkte am Markt sind und die Werte so sich zwischen 1 und 2 oder unter 1 bis 2 Millionen bewegen, dann werden Faktoren aufgerufen, die weit über dem liegen, was wir bisher so realisieren konnten. Wir reden teilweise über die 18- bis 19-fache Jahresmiete. Das sind dann Immobilien, die sind vor 2000 entstanden, haben bei weitem nicht, das energetische Thema ist nicht gedeckt und. Und Grundrisse sind auch nicht so optimal, aber diese Preise werden aufgerufen. Das spricht dafür, dass ein riesen Nachfragepotenzial vorhanden ist, im Übrigen auch von privaten Kapitalanlegern aus dem Düsseldorfer Raum, weil die sagen, das kann man schon nicht mehr bezahlen. Und uns treibt das ein bisschen mit Sorge, denn da zahlt man einen relativ hohen Faktor für eine Immobilie, die vielleicht für die nächsten 10 Jahre noch gut ist, aber für die nächsten 15, 20 Jahre dann vielleicht nicht mehr. Das ist ja das, was Herr Dr. Bonin eben angesprochen hat. Wir haben im Bestand zu alte Wohnungen, die den nachhaltigen Anforderungen eines Mieters auf Dauer nicht gerecht werden. Ich spreche gar nicht mal von Aufzug und von anderen Dingen dann. Und deswegen sehen wir eine gute Chance, auch private Kapitalanleger an das Produkt Seestadt heranzuführen. Und vor allen Dingen ist es sehr, sehr wichtig, das Thema Qualität hier auch in den Vordergrund zu schieben. Natürlich wird eine gewisse Skepsis da sein, ein solches großes Projekt in Mönchengladbach zu realisieren. Dafür steht Cartella als sicher, denn sie haben genügend Referenzen, dass sie das an anderer Stelle auch realisiert haben.
Und ich glaube, dass es wichtig ist, die qualitative Komponente auch nochmal darzustellen. Und Sie wollen uns ja nachher noch ein Video zeigen. Und ich glaube, da wird das eindeutig klar, neben den energetischen Punkten, die eben angesprochen wurden von Herrn Jungbauer, auch sehr spannend, sehr interessant, was die zukünftige Ausrichtung einer solchen Liegenschaft und eines solchen Investments anbelangt. Und auch die Mischung zwischen Vermietung und zwischen Mietwohnungen und Eigentumswohnungen ist eigentlich ein Garant für eine nachhaltige qualitative Entwicklung des gesamten Areals. Ja, vielen Dank. Jetzt haben wir schon einen ganz großen Bogen geschlagen, vom großen Strukturwandel hin zum Wohnungsmix sozusagen. Ich würde ganz gerne noch mal fragen, ob es aus dem Teilnahmekreis noch bestimmte Statements gibt oder Fragen. Wir sind ja auch im Kreis vertreten von der Presse, die Rheinische Post ist vertreten, die Immobilienzeitung ist vertreten. Gibt es Fragen, die Sie an dieser Stelle hier einbringen möchten? Ich höre nichts, also insofern scheinen die Fragen nicht so umfangreich zu sein. Insofern, wenn aus dem Teilnehmerkreis noch andere Statements gewünscht sind, wäre das jetzt eine gute Gelegenheit. Wir haben ansonsten. Würde ich die gerne ergreifen. Fritz Otten hier. Gruß in die Runde. Mich würde, wenn es den Rahmen nicht sprengt, kurz angerissen interessieren, was Sie glauben, welche Auswirkungen die Erkenntnisse, die jüngsten jetzt aus der Corona-Krise, auf die Strukturierung von Wohnungen, Wohnungsgrößen etc. haben wird. Das diskutieren wir bei uns in der Kartellgruppe ja europaweit. Da sind die Unterschiede zwischen Finnland und Spanien sehr, sehr umfangreich. Aber wenn wir uns mal auf Deutschland konzentrieren, wir haben natürlich Effekte, die wir durch die Corona-Krise sehen. Das, was wir jetzt machen, ist ja auch ein Zeichen, dass man digital unterwegs ist. Das Thema Büronutzung wird ja heiß diskutiert. Das kenne ich allerdings schon aus der Grenzen. Also es hieß, wir deswegen, das wird es weiterhin geben, nur wir werden sehr viel mehr auf den Heimarbeitsplatz haben. Das heißt, die Bewohner haben zumindest eine Möglichkeit dafür. Irgendwo ist eine Rückkopplung. Aber insofern wird das Thema Wohnarbeitsplatz wichtig sein, dass wir dort in den Grundrissen das vorsehen. Das haben wir bei uns immer schon gemacht, weil es war uns klar, dass man muss den Leuten Möglichkeiten geben, den Wohnraum flexibel zu nutzen. Und wenn jetzt beide im Haushalt auch noch zu Hause sind und dann plus Kinder, dann braucht man einen ruhigen Arbeitsbereich. Das heißt, das hat auf die Grundrisse natürlich Anforderungen, die damit verbunden sind. Und wir merken natürlich auch, dass das Gut Wohnen eine andere Wertigkeit bekommen hat. Wer über etliche Wochen zu Hause sozusagen weggesperrt war, das war ja in Frankreich, in Spanien etc. noch viel schlimmer als bei uns. Die hatten ja richtige Ausgangssperren. Da ist das Thema Wohnen umso wichtiger geworden. Das heißt, dafür wird auch mehr Geld ausgegeben. Insofern sehen wir auch gerade, was die Entwicklung angeht, nach Corona eine Fokussierung gerade auf das Segment Wohnen. Wir müssen eine bessere Qualität liefern. Herr Bienen hat es eben angesprochen, alte Häuser jetzt zu hohen Werten zu kaufen, ist eine andere Thematik, als wenn man innovativ jetzt auch die neue Qualität darstellen kann. Deswegen müssen wir mit Wohnen jetzt mit zeitgemäßen Qualitäten liefern. Das heißt, die Grundrissgestaltung ist wichtig, aber eben auch die technische Ausstattung, damit das, was wir hier machen, eben auch auf Glasfaserbasis funktionieren kann. Das heißt, es gibt zusätzliche Anforderungen an den Wohnbereich. Deswegen müssen wir doch innovativer sein. Und das wird letztendlich den Neubaubereich gerade im Wohnungssegment nochmal deutlich steigern. Wir sehen allerdings nicht, dass die anderen Bereiche jetzt ganz wegfallen werden, weil wir werden auch in der Seestadt ein Hotel planen. Das wird auch notwendig sein. Das wird nämlich auch Nachfrage finden. Erstens liegt direkt am Hauptbahnhof und zweitens werden ja unsere Bewohner, immerhin 2000 Wohnungen, die halten ja nicht unbedingt ein Gästezimmer vor. Wenn da die Freunde zu Besuch kommen, dann müssen die ja untergebracht werden. Deswegen gehört zu einer Quartiersentwicklung für uns auch ein Hotel, das schon aus dem Quartier heraus Nachfrage zieht und natürlich aus der zentralen Lage am Hauptbahnhof. Deswegen werden auch diese Hotelkonzepte weiterleben. Ob das dann immer zu den höchsten Preisen geschieht, wie das in den letzten 24 Monaten vielleicht der Fall war, oder ob man so viele Hotelbetten braucht, wie das gerade in Düsseldorf sich entwickelt hat, das ist eine andere Frage. Aber auch diese Nutzungen werden nach Corona wichtig sein. Sie werden sich adjustieren. Und wir haben das ja auch gemerkt, dass einige Hotels in der Krise sozusagen ihre Zimmer geöffnet haben, um dort eben das Homeoffice zu ermöglichen, das viele in ihren beengten Wohnräumlichkeiten nicht darstellen konnten. Wenn ich hier vielleicht ergänzen darf, Stichwort, wir haben gerade eine Umfrage in der Hochschule Biberach laufen. Es ist immer ein bisschen schwierig, mit vor und nach Corona genau zu unterscheiden. Aber
der Anteil der Wohnungen, die am stärksten in Mitleidenschaft gezogen wird, sind diese typischen 60 Quadratmeter Einzimmer-Apartment, so Stichwort Licht durchflutet, für den Ein-Personen-Haushalt. Ja? Zumindest mal in den Sentiment-Darstellungen. Ich sage nicht, dass es jetzt nicht mehr gebaut wird, aber ich denke, da merkt man einfach, sobald zwei Personen kaserniert sind über 3 Monate im Lockdown, werden sie merken, dass das Thema relativ schlecht im Moment wahrgenommen wird. Aber in der Summe glaube ich nicht, dass sich dramatisch was ändern wird. Wir werden sicherlich einen Anteil von diesen Einzimmer-Apartments, diese Mikro-Apartments, wird ein bisschen runtergehen. Aber es wird auch nicht jetzt auf die 4-5-Zimmer-Wohnung hinausschießen, muss man ganz klar sagen. Aber ich glaube, gerade dieses Ein-Personen-Haushaltsthema wird eher mit bisschen mehr Fläche auskommen, dafür aber auf 2 Räumlichkeiten oder 2 Zimmer oder Abschirmungsmöglichkeiten zu sehen, als dieses Zitat Lichtdurchflutete. Das ist eine taktische Aussage. Wie gesagt, die Erhebung läuft gerade noch, aber genau dieses Segment wird am meisten geprügelt. Und da muss ich ehrlich sein als Wissenschaftler, ich glaube, das wächst sich auch wieder im Herbst spätestens aus, wenn die alle wieder rausgehen, wir alle wieder rauskommen. Und dann mag es sein, dass die 60 Lichtdurchflutete Wohnung oder Apartment dann eben doch vielleicht wieder ganz oben steht, weil es natürlich auch hübsch aussieht, muss man mal so sagen, und oftmals auch ein Balkon hat. Ja, gibt es weitere Fragen aus der Runde? Ich hoffe, die Frage konnten wir einigermaßen beantworten. Gibt es andere Fragen oder auch Statements? Ja, Herr Franke, vielleicht noch ein Statement von meiner Seite, gerade zu dem Thema Wohnungsgrößen und zu der Frage von Fritz Otten, wie wirkt sich Corona aus? Also wir glauben schon, dass die kompakte Dreizimmerwohnung mit dem kleinen Zusatzzimmer schon wieder stärker gefragt werden wird. Zumal wir in der Struktur der Nachfrage auch relativ oft ältere Herrschaften haben. Das sind viele, die mal Mönchengladbach verlassen haben und wieder zurück wollen, nach dem Motto Back to the Roots. Da ist dann diese kompakte Dreizimmerwohnung eben, ich sag mal, für die Enkel, für das Arbeiten und oder für die Gäste eben schon sehr, sehr wichtig. Und wenn ich das richtig gesehen habe, planen Sie ja auch diese Kompaktheit, führt ja auch dazu, dass die Mietkondition insgesamt eben auch verträglich ist. Wir reden ja nicht unbedingt über Quadratmeterpreise, sondern unter Berücksichtigung geringer Nebenkosten, vor allen Dingen geringer Energiekosten, dann auch von einer bestimmten Miete, die man bereit ist zu zahlen, einschließlich Nebenkosten. Und das ist ein sehr, sehr wichtiges Kriterium. Wir müssen weg von Quadratmeterpreisen oder von dem Denken in Quadratmeterpreisen, sondern insgesamt zu der Frage hin, wie viel bin ich bereit für eine Mietwohnung zu zahlen, die ich benötige. Das kann ich nur unterstreichen. Also wir sprechen nicht über Euro pro Quadratmeter, sondern wir sprechen über den Prozentanteil, den ein Haushalt für das Wohnen ausgibt. Und da sagen wir so, 30% ist eine ordentliche Größenordnung. Wenn es nämlich deutlich mehr wird, haben wir ja irgendwann das Risiko von Mietausfällen. Deswegen müssen wir die Haushaltseinkommen betrachten. Deswegen ist es auch so wichtig, dass wir die Haushalte entlasten durch die Senkung von Mobilitätskosten, durch die Senkung von Energiekosten. Das wirkt sich letztendlich auf das Investment sehr positiv aus. Deswegen müssen wir diese Gesamtbetrachtung sehen. Wo kommt das Geld her? Wie viel kann ich dafür für das Geld ausgeben? Und natürlich, welche Qualitäten habe ich auch jenseits der Wohnung? Wir verkaufen ja nicht nur den Quadratmeter Wohnfläche, sondern wie Herr Professor Fenner das eben dargestellt hat, der gesamte Bereich des Quartiers ist ja sozusagen Teil des Lebensraums. Den miete ich ja dann mit an. Den zahle ich zwar nicht pro Quadratmeter, aber der ist ja Teil der Leistung, die ich dann auch entsprechend empfangen kann. Wenn es noch weitere Fragen gibt, würde ich sonst zunächst dem Stadtdirektor die Möglichkeit geben zum Schlusswort. Und danach würden wir mit einem kurzen Einspieler sozusagen einen kurzen Ausblick geben, wie das denn alles demnächst auch aussehen wird, zumindest was die Seestadt NG Plus anbetrifft. Aber gleich erstmal von Gregor Bonin nochmal ein Schlussstatement, wie die Strukturentwicklung auch gerade mit der Seestadt NG Plus hier nach vorne gebracht wird, wie sich die Stadt Mönchengladbach dann jetzt auf die Zukunft hier auch wappnet. Naja, als verantwortlicher Planer in dieser Stadt fasse ich die Aussagen heute zusammen und das gibt eigentlich die Antwort auf die Frage. Wir gehen trotz oder gerade jetzt erst recht auf der Grundlage unserer Strategie in die Zukunft. Ich glaube, die Stadt Mönchengladbach ist in ihrer Gesamtheit extrem gut vorbereitet, hat die richtigen Themenfelder besetzt, hat auch die richtige Stimmungslage geschaffen, ist sehr gut unterwegs, was den Blick von außen angeht, also Imagefragen dieser Stadt. Und wenn ich das zusammenfasse,
mit dem, was jetzt in der Pipeline ist, wie wir auch, wie gesagt, den Rest aufgestellt haben, glaube ich, dass wir uns um diese Stadt keine Sorgen machen müssen in Zukunft. Die Fragen des Strukturwandels, ganz konkret ausgehend von Garzweiler 2 und dem, was jetzt auch als Innovationsstufe kommt, kämpfen wir natürlich noch als Kommunen am nördlichen Rand um eine gleichberechtigte Wahrnehmung gegenüber dem südlichen Revier, alles was in Richtung Aachen geht. Da liegt einfach ein Schwerpunkt von jetzt im Moment noch erkennbar Förderkorridoren in die Richtung. Aber auch da ist durch gemeinsames Tun zwischen Verwaltung, Politik, Landesregierung deutliche Bewegung zu spüren, dass wir also auch eine Stärkung letztendlich der Hochschule, der bildungsnahen Ausbildung hinbekommen. Von daher glaube ich, dass das ja eine mehr als positive Grundstimmung hat. Wie jetzt weitere einzelne Auswirkungen von der Corona-Krise sein werden, auch bezogen auf städtischen Haushalt, haben wir gestern gerade noch im Finanzausschuss dargestellt, trifft es uns wie jede andere Kommune auch. Aber mit den jetzt beschlossenen Programmen hoffen wir, dass das nicht zu sehr einschlägt. Wir gehen auch nicht in die Richtung von wegen Nothaushalt oder irgendwie ähnliche Dinge, sondern sagen, jetzt erst recht auf der Grundlage der bestehenden Strategie weitermachen. Und jeder Investor ist herzlich willkommen. Sie werden gut durch die Verwaltung geführt. Sie werden gut durch die Phalanx politischer Fallstricke geführt. Ich glaube, das zeichnet Mönchengladbach auch aus, dass wenn wir uns in auf Zielvereinbarungen mit Projektentwicklern, mit Investoren verständigen, dass wir dann auch Wort halten und gemeinsam das durchziehen. Das haben wir bei der Seestadt hingekriegt. Es war ein großes Stück Arbeit, aber das Ergebnis kann sich mehr als sehen lassen. Das Kompliment kann ich nur zurückgeben. Wir sind, fühlen uns in Mönchengladbach ausgesprochen gut aufgehoben. Bis hin zu politischen Beschlüssen. Ich glaube, der letzte politische Beschluss gab es nur eine einzige Gegenstimme. Also auch dieser Rückhalt auf breiter politischer Front ist etwas, was für uns als Investoren sehr wichtig ist, dass man sich da willkommen fühlt und dass man das Thema gemeinsam anpackt. Und die Stadt hat hier mit vielem Engagement gerade das B-Plan-Verfahren nach vorne gebracht. Und jetzt wollen wir das mit dem Bauantrag für das ersten BA dann nach vorne tragen, sodass man auch bald dann die Kräne sehen kann, sodass sich auf der Baustelle richtig was bewegt. So, also das ist sozusagen der Spannungsbogen von Garzweiler 2, von der Braunkohlengrube hin zur Seestadt MG Plus. Ich denke mal, da haben wir in den nächsten Jahren viel zu tun. Für die rege Diskussion bedanke ich mich, für die rege Teilnahme erst recht. Wir waren in der Spitze weit über 70 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Ich glaube, das zeigt, dass Mönchengladbach im Gespräch ist, dass es hier viel zu tun gibt. Und das wollen wir anpacken. Und insofern bedanke ich mich für die heutige Teilnahme. Ich hoffe, wir werden das gut fortsetzen können und in Bälde werden wir uns dann auch mal wieder physisch zusammensetzen können. Aber für heute war es, glaube ich, auf dem digitalen Weg ganz gut, um die Themen auszutauschen, uns auf Ballhöhe zu bringen, was sich denn alles am Strukturwandel im Niederrhein schon getan hat. Insofern vielen Dank an alle, die hier teilgenommen haben und bis bald, bleiben Sie gesund und eine gute Zeit.